Ja, moin Leute, willkommen zu Netcode 2.0. Ja, für alle, die es noch nicht gesehen haben, hier ist mein altes Netcode-Video 1.0 verlinkt, wo ich erklärt habe, warum Battlefield 4 ja keine gute Hit-Registration hat. Und jetzt kommen hier ein paar Ergänzungsinformationen, weil der Lead Technical Scripter von DICE ein paar Informationen rausgehauen hat. Ich weiß nicht, wie lange die schon her sind, ein paar Tage sind die her, auf jeden Fall kommt jetzt dazu mein Info-Video. Denn es sind jetzt endlich die Server-Tick-Rates und die Client-Tick-Rates von Battlefield bekannt. Ja, fangen wir kurz mit einer kleinen Wiederholung an. Also die Tickrate war ja die Frequenz, in der der Server Informationen verarbeitet oder in der der Client Informationen sendet quasi. Und in CSGO ist das als Beispiel 64 und 128 Mal pro Sekunde. Das heißt ein 64er Tick oder ein 128er Tick. Wenn wir das Ganze mal in Zahlen fassen, heißt das, dass bei CSGO mit einer 64er Tickrate alle 15,625 Sekunden Client und Server ihre Daten gegenseitig austauschen, also updaten. Zusätzlich gibt es eben noch die 128-Tick-Server, die eben doppelt so schnell sind, das heißt, die Updates brauchen da nur halb so lange, was sehr gut ist. So, jetzt kommt der Lead Technical Scripter von DICE ins Spiel, der Sliced Lime. Der hat auf Reddit die Info gepostet, dass jetzt die Tickrates von Battlefield 4 bekannt sind. Und wer hätte es gedacht, meine vermuteten 30er-Server-Tickrates stimmen. Als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, sind nicht nur die Server-Tickrates auf kleinen 30, sondern die Client-Update-Rate auf 10. Will man das wieder in Zahlen fassen, heißt das, dass ihr nur alle 100 Millisekunden quasi ein Client-Update an den Server schickt. 100 Millisekunden sind deutlich zu lang. Ihr habt zum Beispiel bei 100 Millisekunden 100 Mal eure Maus bewegt. Das heißt, 100 kleine Maus-Steps wurden abgetastet. Oder bei 120 FPS habt ihr zum Beispiel 12 Bilder schon gesehen. Das heißt, ihr habt nur alle 4 Bilder ein Update des Servers und alle 12 Bilder sendet ihr nur, wo ihr gerade seid und was ihr gemacht habt. Das ist deutlich zu wenig, um einen guten Shooter zu machen. Um einen guten Shooter zu machen, müsste man die Tickrate auf die FPS anpassen, das heißt mindestens 60. Wir haben jetzt hier eben Server 30 und Client 10, das ist nicht ertragbar, wirklich. Ja, um das Ganze hier nochmal im Ingame zu sehen, was das überhaupt alles ausmacht, habe ich hier ein Video von 99, den werde ich auch in der Beschreibung verlinken. Und ihr seht hier mal die Verzögerung, die durch diese geringe Tickrate entsteht. Der hat zwei PCs bei sich zu Hause stehen und hat eine 5 Millisekunden Anbindung zum Server. Das heißt, er ist auf den gleichen Server gegangen, einmal mit seinem Client-PC und einmal mit dem Spectator-Mode und spectatet sich quasi selber. Dann bewegt er sich und recordet auf beiden PCs, legt die Bilder übereinander und testet quasi die Millisekunden-Verzögerung, die diese geringe Tickrate erzeugt. Und ihr seht hier an den Tickrates anhand der Millisekunden-Einblendungen, dass ihr stark in der Vergangenheit spielt, sage ich mal. Als wenn diese 100 Millisekunden Verzögerung nicht schon genug wären, hat die ja jeder. Das heißt, euer Gegenspieler hat auch nochmal 100 Millisekunden, die da draufgerechnet werden. Dazu kommt noch der Ping und der Jitter und die Verarbeitungszeit des Servers, der muss ja auch noch ein bisschen rumrechnen mit seiner 30er Tickrate. Zusammen kommen dann diese behinderten Zahlen heraus und darum ist die Hit-Detection scheiße, darum kommen die Trade-Kills zustande, dass man sich gegenseitig holt und sowas. Und dadurch kommen einfach so unmögliche Situationen zustande, die ja den Spielspaß an Battlefield 4 vermiesen. Hier seht ihr jetzt gerade die nicht so perfekte Situation, er hat keinen 5 Millisekunden Ping mehr, sondern einen exakt 100 Millisekunden Ping. Und da sind 308 Millisekunden, eine viel zu lange Zeit. Das ist für einen Shooter, bei dem es auf Competitive ankommt, bei dem es auf Gegenspieler ankommt, nicht ertragbar. Für alle, die es interessiert, kommt jetzt hier noch eine Zahl, wie hoch denn oder wie schnell denn die menschliche Reaktionszeit ist, um das mal zu vergleichen. Also um auf ein verändertes Bild zu reagieren und einen Mausklick auszuführen, braucht der Mensch quasi 215 Millisekunden durchschnittlich. Ich will jetzt hier nicht das Argument hören von wegen, ja, da stand ja eben nur was von 200, wenn die menschliche Reaktionszeit eh größer ist, dann braucht man das, dann merkt man das ja gar nicht. Darum geht's aber nicht, denn man hat ja nicht nur die eigene Reaktionszeit, sondern dazu noch den Input-Lag vom Spiel. Das heißt, man hat seine eigenen 215 Millisekunden und will vorher den Input-Lag so gering wie möglich halten und die Update-Rate so hoch wie möglich halten, um immer die neueste Information zu haben. Denn je öfter man eben diese Information hat, desto häufiger, desto schneller kann man auch darauf reagieren. Das gleiche habe ich quasi schon bei Herzen FPS im Video erklärt. Das ist hier mit der Machine-Reaktionszeit quasi genauso. Wenn ihr selbst mal testen wollt, wie schnell eure Reaktionszeit ist, geht auf diese Seite, ist in den ersten Kommentaren oder hier eben in der Beschreibung nochmal verlinkt. Dort könnt ihr quasi testen, wie schnell eure Reaktionszeit ist. Shooter trainieren natürlich die Reaktionszeit, das hier nur als Abschluss quasi, um euch mal die menschliche Reaktionszeit als Vergleich dazu zeigen. Aber als Fazit wirklich, nee, Battlefield 4, so geht's nicht. DICE, ihr habt da richtigen Mist gebaut. Danke an 99 für dieses Video, ja, Link in der Beschreibung, wie gesagt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, Link in die Kommentare, ihr wisst, was ich meine, schreibt's in die Kommentare, ich werde alles beantworten. Danke fürs Zuschauen und wie immer, bis zum nächsten Video.